Also erste Halbzeit war meines Erachtens katastrophal. Also wenn jetzt Lautern nicht die Riesenchancen daraus hatte, waren in allem zu behäbig, haben ganz einfache Bälle vertändelt, die so immer wieder eingeladen, um uns auszukontern, ohne dass sie viel dafür machen mussten. Zweite Halbzeit ging vielleicht nicht gerade viel besser los, aber wir haben uns gesteigert, aber im Endeffekt hat es nicht gereicht. Das war nix. Und damit würde ich am liebsten dieses Video schon enden lassen. Hier im FCS-Blog, Carsten Pilger, mein Name. Ich analysiere ja normalerweise vor einer sehr kalten Wand. Heute habe ich im Hintergrund das schönste Stadion im Saarland, wahrscheinlich sogar in Fußball-Deutschland, zumindest mal für mich. Da bin ich aber auch ein bisschen voreingenommen. Und trotzdem, trotz einer Kulisse, wie wir sie schon seit langem nicht mehr gesehen haben, hat es heute einfach nicht gereicht. Ich habe euch vorne ins Video zuallererst die Worte vom Captain gepackt, auf die Gefahr hin, dass die Leute da schon wegklicken, denn wirklich gut auf die Mannschaft war niemand nach dem Spiel zu sprechen. Und ich persönlich versuche mich ja auch immer hier in diesen Analysen daran, die Mannschaft fair zu beurteilen. Fair zu beurteilen heißt für mich immer noch zu sehen, hinter jedem Fußballer steckt auch ein Mensch. Und klar sind das für uns unsere Helden. Das sind unsere Stellvertreter auf dem Platz da unten, die auch für unsere Ehre mitkämpfen. Mit dem, was sie mit ihrem Fuß anstellen oder mit ihrem Kopf. Oder Daniel Batz meinetwegen auch noch mit den Händen. Heute hat das nicht geklappt. Und heute waren die Fans sauer. Die Frage ist aber, woran hat es gelegen? Und ich habe mir oft während dieses Spiels, aber auch schon während der vorherigen Spiele die Frage gestellt, was los ist mit dem 1. FC Saarbrücken. Und auch wenn es Spiele gab, die wir gewonnen haben, und auch wenn man natürlich immer sagen muss, diese Liga ist sehr eng, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass eben die Mannschaft einen Qualitätsverlust erlitten hat. Und das ist ja auch nicht so weit hergeholt. Spieler wie Niklas Szybnowski, wie Anthony Barilla, wie Marin Zwerko, die sind gegangen. Das ist nicht leicht zu ersetzen. Wir haben zwei Langzeitverletzte mit Bonet Uafero und Steven Zellner, die wirklich ein Loch in die Abwehr gerissen haben, mit dem wir nicht klarkommen. Mit dem wir echt nicht klarkommen. Man kann aber auch mal die Frage stellen, was ist der Plan von Uwe Koschinat? Und es wird viel darüber gesprochen, dass es nach lang und weit aussieht, dass man entweder den Plan hat, Grimaldi hoch zu bedienen oder aber Minos Guras zu schicken in den freien Raum. Beides hat heute nicht wirklich stattgefunden. Man hat es zu Beginn mit einer Raute probiert, wobei ich schon das Gefühl hatte, und das mag ich jetzt auch nicht als Kritik an den Spielern verstanden wissen aus menschlicher Hinsicht, aber rein aus der taktisch-spielerischen Hinsicht. Nick Galle und Dave Gnase waren so für die Bearbeitung der linken Außenbahn beim FCS im weitesten Sinne zuständig. Gnase dann in der Raute eher in die Mitte gezogen und oft war dann Nick Galle allein auf weiter Flur und ist dann eben einem Jean Zimmer und auch Herrscher, meine ich, der da rumgewirbelt hat, echt nicht so gewachsen. Jetzt kann man auch drüber streiten, über einzelne Momente, wo vielleicht die Pässe zu ungenau waren, wo vielleicht individuelle Fehler mal wieder entschieden haben. Klar, die Analyse, die liegt ja relativ nah, wenn die Tore fallen durch eine Standardsituation, wo die Zuordnung nicht stimmt, und dann durch einen Konter, da geht immer ein individueller Fehler voraus. Das Problem ist, dass der 1. FC Saarbrücken nicht gegen eine Übermannschaft gespielt hat. Der 1. FC Kaiserslautern, der war zwar das bessere Team, ist aber eben auch eine Mannschaft gewesen, die man in dieser engen Liga hätte schlagen können, bei denen auch nicht so viel aufgegangen ist im Herausspielen, bei denen auch nicht alles geklappt hat. Allerdings haben die es geschafft, den
den kleinen Situationen, in denen es mal vielleicht Druck gab, in der ersten Halbzeit hat man dann versucht, hochzustehen, wenn Lautern kurze Abstöße gemacht hat. Das waren so die einzigen Momente, wo ich so das Gefühl hatte, naja, vielleicht schafft man doch noch, die Lauterer irgendwo einzuschnüren. Aber da war man nicht gewachsen. Zu oft gab es Ungenauigkeiten bei den kurzen, einfachen Pässen. Zu oft gab es dann einfache Ballverluste oder aber man hat sich dann zu Faulen hinreißen lassen, die dann nochmal das Spiel für Kaiserslautern geordnet haben und auch eigene Kontersituationen, die es vielleicht dann auch mal gab, die wurden nicht wirklich sauber zu Ende gespielt. Das Resultat ist ein sehr unbefriedigendes. Es ist eins, was wahrscheinlich noch eher verstärkt wird dadurch, dass man jetzt 2 Wochen Pause hat, in denen sich das ganz im Kopf festsitzen wird und auch 2 Wochen, in denen ich hoffe, dass die Mannschaft irgendwelche Antworten findet, denn sonst wird es durchaus ungemütlich für Uwe Koschinat, denn es braucht noch eine weitere Idee auf dem Platz. Es braucht vielleicht auch eine ordnende Hand auf dem Spielfeld, die die Bälle verteilt. Vielleicht muss man da gar keinen neuen für einkaufen. Vielleicht reicht es ja, dass man etwas umstellt. Da bin ich jetzt auch gerade ein bisschen überfragt. Der Kopf ist auch ein bisschen leer. Tatsächlich, vielleicht ist das jetzt auch nicht die gewohnte Analyse auf dem gewohnten Niveau, die ihr bekommt. Aber dafür eher so ein emotionaler Eindruck in die Fanseele des 1. FC Saarbrücken. Vielleicht noch ein paar Wörter zu dieser Stimmung da heute, die halt wieder diese typischen Derby-Erscheinungen hatte, wie Pyrotechnik, wie geklaute Fan-Utensilien, wo ich mir so sage, ja, das wird man halt nicht ändern, das ist halt irgendwo auch so ein Spleen von Ultras und Ähnlichem. Was dann eher schade ist, finde ich, sind so Sachen wie Böller und Knaller, die haben im Sport nichts verloren, gerade die Fans von Kaiserslautern, aber natürlich auch unsere, die dürften wissen, dass so ein Ding auch mal Fußballerkarrieren beenden kann, wenn die neben dem Spieler landen, geht gar nicht. Und auch, ja, auch auf neutralen Tribünenbereichen, da ist es manchmal ein bisschen hitzig geworden. Was ich durchaus schade fand, und da will ich vielleicht auch noch mal am Ende so den Bogen kriegen zu Fußballer, sind auch Menschen. Und klar stehen die für uns, die stehen auch für unsere eigene Frustration heute. Und wir wollen jemanden haben, dem wir heute mal die Meinung geigen, dem wir sagen können, das war nicht gut genug, ich bin enttäuscht, ich bin unzufrieden. Ich glaube halt nicht, dass die Aggression dagegen die Spieler was bringt. Ich glaube, da bringt vor allem viel Ehrlichkeit zu sich selbst. Da bringt jetzt auch vor allem Runterfahren. Und klar lässt man bei so einem Spiel die Emotionen raus, schreit dann auch mal was, was nicht da reingehört und so. Davon lebt der Fußball. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, jetzt geht es wirklich um die Frage und da müssen wir tatsächlich auch nach unten gucken. In dieser Liga kann es in alle Richtungen gehen und mit dieser Spielweise wird es für den 1. FC Saarbrücken künftig wahrscheinlich eher nach unten gehen. In diesem Sinne, hoffe wenigstens die Impressionen vom Spiel haben euch ein bisschen gefallen. Habe auch viele nette Leute getroffen, die ich gar nicht kannte, die dann einfach auf mich zukommen und sagen, dass sie meine Videos gucken. Das finde ich immer ganz schön, immer ganz nett und wir sehen uns beim nächsten Video, würde ich dann mal sagen. Und bleibt alle gesund. Ciao.